Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, auf unserem 1.8-Server. Ja, ich habe vergessen anzumoderieren. Hallo Harle. Hallo Sandrik, ich weiß noch nicht ganz, warum du lachst, aber ja, ich muss mich erstmal entschuldigen bei meinen Zuschauern, ich habe mich nicht verabschiedet. Das lag daran, dass in dem Moment, wo der Creeper explodiert ist, mein Spiel abgestürzt ist. Jetzt bin ich hier und wie man sieht, ist hier ein großes Loch. Direkt als ich hierher gekommen bin, ist noch ein Creeper explodiert. Das war unsere Uraltbasis, deswegen ist dieses Loch da. Und darauf habe ich jetzt erstmal gewartet und ich laufe jetzt erstmal zu meinem alten Deathpoint. Ich bin nämlich glücklicherweise eben nicht gestorben. So, warum habe ich gelacht? Das kann ich dir sagen. Aus dem ganz einfachen Grund, du hast angezählt, aber ich habe vergessen, dann anzumoderieren. Ich wollte dann einfach losspielen. Ach so, okay. Aber, es ist mir nach wenigen Sekunden aufgefallen, dass ich irgendwas vergessen habe. So, jetzt gucken wir mal schnell hier in der Kiste. Moment mal, ich höre hier einen Archer, also einen Bogenschützen. Ist der bei mir im Haus? Das kann ja nicht sein, oder? Nee, das kann nicht sein. Der hat auf dich geschossen, oder? So, da hinten ist mein Last Death. Hier, ich sehe einen Archer. Hier sind ganz viele Archer. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass es Nacht ist, aber ich will nicht so lange warten, dass das ganze Material nicht weg ist. Ich meine, es waren jetzt keine herausragenden Dinge dabei, aber immerhin meine Dinge. Nein, sie sind weg! Oder hast du sie doch schon geholt? Nein. So eine Kacke, wenn ich das mal so nennen darf. Bist du bei deinem Todespunkt? Ja, bin ich. Hier ist ein Riesenloch. Und nichts dahinter. Ach ja, hier ist ja eine interessante unterirdische Höhle, habe ich gerade entdeckt. So. Ach, schon wieder so ein blöder Creeper. Hau ab, du blödes Vieh. Die ganze Exkursion war vollkommen sinnlos. Alles verloren. Manno. So, in dieser Folge hatte ich ja gesagt, will ich versuchen eine... das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen uns erst hinlegen. Einer hat sich erledigt. Ja, habe ich irgendwas Tolles gehabt? Ich weiß es nicht. Da ist ja noch einer. Hier zu teleportieren. Ach doch, das funktioniert. Man kann sich teleportieren, ne? Über die Karte. Nein. Was hast denn du jetzt für ein Problem? Ich werde beschossen. Ich bin gleich tot. Ist natürlich ärgerlich, wa? Ja, alles, was ich gesammelt habe, ist damit futsch. Auch mein Werkzeug. Da waren ein paar Eisenspitzhacken dabei. Hast du nochmal richtig gesucht? Naja, da ist ein Riesenloch und ein paar Bäume außenrum. Ich weiß nicht, was man da suchen kann. So, erstmal was futtern. Damit wir wieder heilen. So, nee, das wollte ich nicht drücken. Ich wollte die normale 3 drücken, nicht F3. So, hier ist es. Ein riesengroßer Krater. 3 Felder tief. An manchen Stellen. Aber ich bin ja auch selbst schuld. Ich hätte ja auch weglaufen können, aber nein, ich meinte, ich töte ihn. So, demnach. Riesenkrater. Ja, da dieser Krater. Hinter dem Wasserloch ist ein großer Krater. Rechts. Hier. Da bin ich gestorben. Und ich denke mal, das lag daran, dass ich halt vom Server geflogen bin. Beziehungsweise nicht nur vom Server geflogen, sondern mein ganzes Spiel hat sich ja verabschiedet. Das ist durchaus möglich. Also ich muss aber jetzt erstmal mich wieder um meine Bausachen kümmern. Ich habe ja vor, in dieser Folge was zu bauen. Vielleicht möchtest du ja helfen. Ach, ich bin ein bisschen frustriert gerade. Ich muss mir jetzt erstmal schnell ein neues Werkzeug herstellen. Wir müssen vor allen Dingen unsere Rüstung bauen. Ja. Das Leder, die Nahrung. So.
passiert. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, wo du gestorben bist, dann hätte ich das vielleicht auch gleich noch einsammeln können. Aber es bleibt eigentlich so 5 Minuten lang liegen. Anscheinend nicht, wenn man vom Server fliegt. So, ja, der Sandtrick, der baut da draußen jetzt schön was auf. Und ich mache hier mal schnell noch ein Werkzeug aus. Das hat uns aber, glaube ich, jetzt auch ziemlich viel Leder gekostet, ja? Natürlich, ich habe einiges an Leder gehabt. So. So, zeig mal her, was baust du da Schönes? So, hier soll... hier geht's rüber, so... ich weiß noch nicht, wie groß es werden wird, aber es soll also eine Hühnerfarm werden. Dafür müssen wir jetzt hier ein Gebäude aufbauen. Die Hühnerfarm soll so halbautomatisch sein. Die tut sich selbst... soll sich selbst befüllen, sozusagen. Dafür müssen wir erstmal die Bäume loswerden. Können wir zusammen da drauf fahren? Ich weiß es nicht. Also ja, ich glaube, es geht schneller. So, wie weit willst du denn du hier das wegmachen? Ich weiß es noch nicht. Lass uns mal hier erstmal so ein bisschen das Fundament bauen und dann gucke ich mal, ob ich hinkomme. Und dann kann ich, wenn es nicht reicht, dann kann ich ja hier vielleicht noch ein bisschen erweitern. Denkst du an die Hühnerfarm auf dem alten Server? Ja, aber ich glaube, das war auf dem Server, wo du noch nicht dabei warst. Ich glaube, du kennst meine Hühnerfarm noch nicht. Also ich kannte doch, du kennst die von dem Server, genau, ja, doch. Die große Hühnerfarm. Nee, das war nicht die große, das war das kleinere Modell. Was? Ja. Das war ein kleines Modell, das wo diese 1000 Hühner dann rumgelaufen sind? Ja, mit den Werfern und so? Ja, das war das kleine Modell. Ah ja. So. Wir müssen noch ein Baumaterial holen. Was habe ich denn jetzt hier benutzt? Mein Weiler ist schon wieder aus. So, hättest du das gerne, wenn ich das richtig sehe? Eichenholz. Soll es der Fußboden werden, oder? Das soll der Fußboden werden, ja. Ja, ich werde dir mal einfach ein bisschen Holz besorgen. Eichenholz, hoffentlich haben wir noch was. Wahrscheinlich im Keller. Ja. Eichenholz, Eiche, Fichte, Fichte, okay, Steine, Eichenholz. Reicht alles noch nicht. Ich sorge hier schon für Nachschub. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das war. Also, wir bauen jetzt eine... ganz kurz. Kurze Unterbrechung bei mir. Ich muss kurz mein Tablet an den Strom hängen. Ja, ich würde sagen, während du dich um die Hühnerfarm kümmerst, werde ich dann die Weizenfarm bauen. Genau. So, da habe ich jetzt auch den Punkt getroffen. So, wir bauen jetzt mal ein bisschen weiter nach hier hinten. Dafür brauche ich aber später sticky Kolben. Nee, normale Kolben reichen eigentlich. Ich brauche auch ganz viele Kolben und ich glaube auch, dass ich sticky Kolben brauche. Also ich kann mit normalen Kolben arbeiten, wenn ich dann Sand benutze, dass er selbstständig runterfällt wieder. So, ich müsste jetzt mal... Wie war das denn? Also, das Gebäude wird nachher auch einen Keller haben. Für die Technik? Für die Technik. Ich muss einfach mal an einer Seite anfangen zu bauen. So, dann haben wir jetzt hier Folgendes. Ist auch schon ewig her, dass ich die gebaut habe.
Also hier muss auf jeden Fall Holz. So, dann kommt hier wieder ein solches Ding hin. Dann kommt hier in der Mitte ein Laufgang. Machen wir zwei breit, dass wir auch schön durchlaufen können. So, dann kommt jetzt hier nochmal Holz. Hier so eine Abtrennung. Hier ist wieder Außenwand. So, ja, bei mir, was man sieht, diese Fragmente von den Bäumen, das liegt einfach daran, dass die durch unsere Mod, was die Bäume fallen lässt, die Blätter der anderen Bäume teilweise mit wegnimmt, wenn die zu dicht stehen. Und dann bleiben so stängelnde Fragmente übrig, die nicht unbedingt ansehnlich sind. Aber bei manchen ist es wenigstens noch als Baum und bei manchen halt dann auch gar nicht mehr. Deswegen versuche ich jetzt mal hier so ein bisschen mal alles wegzumachen und dann neue zu pflanzen und dann sieht das auch wieder schöner aus. So, du siehst irgendwie so ein bisschen ja aus, als würdest du nicht mehr ganz wissen, was du machen sollst. Ich? Ja. Ja, so ratsuchend. Ich sehe ratsuchend aus. Nee, ich muss überlegen. Das ist schon eine Zeit lang her, dass ich die gebaut habe. Wo baue ich denn die automatische Weizenfarm auf? Das weiß ich nicht. Soll ich die hier aufbauen, wo ich jetzt alles weggerodet habe? Oder soll ich das auf einem anderen Bereich machen? So, das kommt hier hin. Dann kommt hier oben was. Jetzt müssen wir noch Glas bauen. Doch, ich könnte hier eigentlich hier hinbauen. So, hier sind natürlich daneben gehen die Pfosten hoch. Wie viele Felder hat die denn gehabt eigentlich? Waren das 8x8? So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Haben wir den Eichen vorne gepflanzt in unserer Baumfarm? Ich habe hier für dich Eichen. Guck mal hier in der einen Kiste. Ich lege da mal alles rein, was ich habe in diese eine Kiste. In die vorderste. Wir brauchen auch eine größere Baumfarm. Die könntest du auch bauen. Ja, könnte ich machen. Mit mehr Abstand auch. Wobei, die wachsen eigentlich ganz gut mit diesem engen Abstand hier. Wo hast du es reingelegt? In die Holzkiste unten? Nee, oben bei dir, da wo du am Bauen bist. Die erste Kiste. Ach, wir haben ja hier Außenkisten. Die habe ich vollkommen vergessen. Nochmal Eiche hier, gut. Dann nehmen wir das alles mal zusammen hier rein und dann das da rein, so. Dann brauchen wir... Dann brauchen wir Steine. Ich kann auch mal gerade ein paar Cleanstones machen. Ja, stimmt. Da haben wir noch gar keine gemacht. Da bin ich auch so verwöhnt von dem anderen Server, weil wir da einfach dieses behutsame Werkzeug haben und ich dann einfach behutsam nur noch abgebaut habe. So, das werden wir hier auch bekommen. Wir waren ja auch eigentlich da dran, dass wir gerade so einen Zaubertisch uns bauen wollen, aber das erfordert natürlich noch, dass unsere Schilfrohre erst wachsen. Ich sage immer Schilfrohre, aber ich meine natürlich Zuckerrohr. Ja. So, die sollen erstmal ein bisschen laufen, aber vielleicht nehme ich auch einfach anderes Material. Das ist vielleicht auch ganz lustig, wenn ich hier einfach mal... Diorit, fällt das runter? Nein, Diorit ist fest. Benutzt du das für irgendwas? Aktuell nicht. Ich nehme mal Granit. Ich nehme einfach mal Granit, denn das habe ich noch nicht verbaut. Das ist vielleicht ganz cool, wenn man das auch mal verwendet. Aber ich nehme gleich zwei Stapel mit. So, wir brauchen aber noch was. Und zwar müssen wir uns... Wir brauchen Stickies. Ja, meine Fichten sind natürlich jetzt auch weg. Dann müssen wir halt nochmal eine Tour machen zu den Pferden.
Ja, früher oder später auf jeden Fall. So, was ich halt noch brauche, sind Schilder. Und ich baue jetzt endlich meine Schaufel. Dieses ohne Schaufel, ohne vernünftiges Werkzeug hier arbeiten, das taugt doch alles nichts. Das taugt doch alles nichts. Wir werden noch viel mehr Schilder brauchen. Schilder? Schilder, ja. Wie kommst du jetzt auf Schilder? Weil ich ganz viele Schilder brauche. Ich kann nicht weiterbauen, da hinten steht eine Hexe. Blöd, wir müssen uns erstmal hinlegen. Und vielleicht müssen wir uns mal Bögen bauen. Oder haben wir vielleicht schon welche gefunden? Haben wir. Achso, die Hexe steht aber immer noch rum. Natürlich. So, wir haben gar keinen Bruchstein hier oben. Nehmen wir doch mal ein paar Bruchsteine mit. Nach oben. So, dann wollen wir uns, was habe ich gesagt, Schaufeln wollte ich bauen. Noch Pfeile. Klingt irgendwie so ein bisschen danach. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen schaufeln. Also, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Das gibt noch eine fünfte Reihe mit Birke. So, hier ist der Eingang. Und dann sollen hier fünf Reihen... Nein, kein Schild da oben drauf. Ah, Mann. So, hier kommt natürlich noch mal das drauf, das hier drauf. Und dann machen wir hier zu. So, jetzt kommt, nehmen wir hier diese Schilder. Diese Schilder kleben wir jetzt einfach hier unten dran. Ohne was drauf zu schreiben. Einfach so. Einfach so. Das machen wir auf der anderen Seite auch so. So, haben wir denn schon Glas? Nee, weil der ganze Sand, den ich geholt habe, der ist ja auch weg. Hier bauen wir auch noch eine Wand hoch. Und hier bauen wir eine Wand hoch. Da hinten können wir vielleicht noch einen zweiten Ausgang machen. Das Ganze soll natürlich noch ein bisschen höher werden. Da bauen wir uns da gleich noch einen Aufgang vorne. So, das hier habe ich jetzt überall Schild gesetzt. Ja, das ist okay. Hier drüben auch. Das ist auch okay. Also ich fände es ja ganz schön, wenn hier ein paar Leute mehr auf diesen Server noch drauf kommen. Ja, das wäre echt cool. Also Leute, das ist eine Aufforderung zum Mitmachen. Wer Lust hat, mit uns hier was Schönes aufzubauen, der darf gerne sich beteiligen. Wir haben auch einen TS-Server, so ist es nicht. Wir gehen mal auf diese Tiefe und machen jetzt hier nochmal das Zeug weg. Und zwar auf beiden Seiten. So, ich muss gleich mal rüberkommen, gucken, was du gebaut hast, bevor die Folge endgültig vorbei ist. Ein bisschen neugierig bin ich ja dann schon. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Reihen Eichen. 3, 4, das gibt noch eine fünfte Reihe Birke. So. Das wird noch ein bisschen schöner. Ach, ich mag diese harten Kanten nicht, das ist schon viel besser. Dann gucken wir mal, was der Sand gebaut hat. Aha. Ah ja.
das ganze Baum auf der anderen Seite auch. Ich glaube, das ist doch eine andere Farbe, als ich kenne. Die muss noch eins tiefer. Und die muss auch ausgehoben werden. Komplett auch eins tiefer? Nee, das eine ist zu tief. Das eine fällt. Wie kommen wir jetzt wieder raus hier? Zeig ich dir gleich. Muss hier alles weg? Hier sollen nur die Seitenwände weg. So, wo ist denn hier hinten? Geht's noch ein bisschen weiter. So, das muss bis dahin weg. Gut. Hier wieder was hinbauen. Hier kommt wieder der Wand. Der kommt mal weg. Die Folge ist eigentlich auch fertig. So als ja, aber ich möchte noch so ein bisschen so ein bisschen geheimnisvoll jetzt hier. Warum das? Also ich möchte noch hier diese zwei Dinger hier beenden, von denen die Leute da mal überlegen können, was das vielleicht wird. So, das hier mauern wir mal aus. Ich glaube hier hinten, ist das Absicht oder fehlt da noch was? Hinter dir. Spring mal hoch. So, hier geht's nachher rein. So, bis hierhin. Jetzt habe ich mich selbst eingebaut. So, damit wir jetzt erstmal rauskommen, machen wir hier nochmal einen Stein hin. Das ist sozusagen ein Baustein. Damit wir da hochkommen. Das kannst du da wegmachen da. Ich habe hinten eine kleine Treppe gebaut. Ah ja. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die Folge einfach mal so stehen, oder? So, unser Schilf ist auch schon ein ganzes Stück gewachsen. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen was ernten. Und es müsste eigentlich auch Glas geben, weil wir haben ja hier schon, ich habe 11 Mal Glas gefunden. Das ist doch schön. Und hier ist auch Sand. Ich würde sagen, den nehme ich einfach schon mal und stopfe den schon mal unten in die Öfen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin, macht es gut. Tschüss.